Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes, einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Und nachdem wir... Wo kommst du denn her, du Drecksliefi? Nachdem wir jetzt hier das hier soweit fertig haben fürs Erste, geht's jetzt in dieser Folge mal ein bisschen um den botanischen Garten hier oben drauf. Also dranbleiben. Ja, Garten. Ich weiß noch nicht so genau. Das wird eine Herausforderung, sage ich euch. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen Grünzeug reinsetzen. Hier müssen wir drum rum. Also ich will das hier wahrscheinlich... weiß machen. Also ich überlege gerade. Ich habe nämlich ein bisschen was zusammengesammelt hier. Ich finde die ja eigentlich echt cool. Ne, das hier nicht gerade. Sondern die hier. Und wenn ich hier vor... sieht das ja eigentlich ziemlich cool aus, oder? Wenn ich das hier so ringsrum setze. Hat doch definitiv was. Das heißt aber, wir brauchen einiges davon. So, erstmal so halt zum Randung. Schön ist, dann sind wir nämlich auch den weißen Rand hier, haben wir gut untergebracht. Ja, aber die reichen niemals, die ich habe. Wenn ich das so begutachte. Bombs. Jo. Aber an sich sieht das schon mal cool aus. Wenn wir denn sagen, ich habe doch bestimmt auch noch Treppen davon. Jawohl. Du kommst mal hier hin. Nummer so. Na gut, hier, der fällt weg, ist klar. Sieht das ja schon mal cool aus. Hier erstmal die Treppe hin. Irgendwie so. Und so und so. Ist doch eine schicke Umrandung. Und hier sieht es auch nicht so übertrieben groß aus. Entschuldigung. Nee, gefällt mir gut. Nice. Das heißt, wir brauchen aber mehr. Ich glaube, ich habe aber keine mehr. Das wäre mies. Das wäre echt mies. Hier nicht zufällig, ne? Wobei Schrott mit drin. Hier noch Schrott? Ne. Hm. Blöde, blöde, blöde. So, hier, das habe ich unterwegs mal irgendwo aufgegabelt. Die Samen können auch hier mit rein, genauso wie die Pilze. Erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Ja, hier 19 noch. Das ist echt zu wenig. Auch die werden nicht reichen. So. Wir müssen gucken, wie weit wir kommen. Und wenn nicht, müssen wir uns noch welche besorgen. Das gefällt mir auch von dieser Seite gut. Das ist ein schöner Übergang zum restlichen. Auch zum Stroh, also zum Strohdach vor allen Dingen. Hier nicht. So.
So, passt. Manchmal bin ich überrascht über meine Idee, über ihre Ideenfindung. Wir haben hier halt alles mit drin. Wieder Weiß. Stroh. Na, jetzt kommen wir hier so blöd wieder an die Ecke ran. Und du kommst weg. Hier, bitte. Ist doch schon mal ein guter Anfang. Wie gesagt, das hier haben wir ja wegen, vor allen Dingen wegen der Sichtung von außen. Deswegen ist das eigentlich relativ wichtig, dass das da noch ist. So. Blub. Blub. Und ich habe Blub gemacht und da sind die auch alle. Boah, warum hängt der denn so? Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Es ist einfach nur nervig momentan. Oben sehen die halt echt lustig aus. Aber so das Seitliche passt halt super. Wo ich hier auch sagen muss, ja, hier wird es kompliziert. Wie wir das hier noch geschickt umgehen, weil das kann ich nicht einreißen. Wie ihr seht, das funktioniert nicht. Die muss ich lassen, genauso wie die Lampen. Das heißt, ich müsste hier eigentlich einen Berg drüber pflanzen. Was an sich ja kein Ding ist. Allein an mit Hand dieser Platten. So. Genau, halt ist das halt das Blöde, dass das genau hier vorne so hingeht. Dann nehmen wir die doch mal weg. Gehen wir ruhig bis hierher. Nur hier, damit wir das erstmal sehen, was wir hier machen. So, du weg, du weg, du weg. Dann machen wir uns doch lieber noch mal ein paar Treppen. Setzen die hier so hin. An dieser Stelle vielleicht sogar ganz anders, und zwar so. Warte mal. Soll hier auch ein bisschen reingehen, ist ja auch nicht verkehrt. Spare ich mir ein bisschen Arbeit. Nur nicht so, sondern so. Guck mal, nee, wir müssen noch einen weiter. Wegen der Lampe. Soll die auch weg haben. Hier auch raus. So.
Sag mal. Du sollst mir den kopieren, genauso. Was aber hier blöd ist. Hier ist echt blöd, oder? Hier müssen wir in dem Fall die Treppe hinsetzen. So. Irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Kann uns das hier nämlich echt schenken. Ich will ja hier ungern in die Höhe so groß. Darum geht es ja gerade ein bisschen. Das ist hier, glaube ich, echt eine gute Alternative. Bis hier. Ich würde fast schon sagen, da klappt das mit der Treppe dann nicht mehr. Nö, gehen wir so weit. Ich habe ja hier noch so ein paar Treppen. Ja, doch, ich denke, so könnte man das verkaufen. Also wir kommen hier auf jeden Fall irgendwie hoch. Was wir hier genau nun machen, weiß ich noch nicht. Aber hier würde ich auf jeden Fall sagen, so. Definitiv so. Und hier drehen. Na gut, hier brauche ich mehr White. Mehr Weiße braucht das halt. Nein, hallo, niemals würde ich sowas sagen. Psst. Ein wenig Spaß muss sein. So, ich brauche mehr davon. Ich hab nix. Dich brauche ich gerade weniger. Ich muss hier ein paar bisschen brennen. Okay. Weg. Augen aus dem Sinn. Da. Jetzt sind nicht mehr viele. Also komm, haut rein. Dann können wir hier nämlich direkt mal anfangen. Passt. Weg. Ah, jetzt bin ich aber hektisch hier. Hektik. Ach, davon brauchen wir echt ein paar. Läuft. Solange die... Guck mal, der bewegt sich auch nicht von der Stelle. Gefällt ihm auf der Truhe. Hinterlass mir da bitte kein Geschäft. Doch, von hier unten gefällt mir das gut. So, du dahin. Gehen wir mal von der Seite dran. Von hinten. So. Zack. Und hier ja auch die Treppe.
habe ich denn hier für einen Mist gebaut? Ne, so. Na, hier müssen wir dann doch nur ein vorgehen, damit das so ein bisschen gleich ist. So hinsetzen und hier die zweite Treppe. So, passt. Dann wird das hier jetzt einfach grün. Gut, so haben wir es denn. Das ist halt die blöde Ecke zum Aufstieg. Aber wir müssen ja hier mit dem klarkommen, was wir machen können. Und das ist halt leider die Alternative. Dann wird das ein nicht begehbarer Abschnitt. So, ist halt ein bisschen natürlich Rasenlatscher oder sowas. Zack. Ja, hier kann ich mir nur noch was Schönes vorstellen. Später. Aber erst müssen wir auch hier gucken. Wie wir das hier machen. Oder ob wir das so stehen lassen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde hier eine Treppe hinsetzen. So. Alles verpulvert, was wir haben. So. Und hier dann den Dumm. Nee. So. Guck mal, sieht doch gut aus. Kann mit arbeiten. Hier soll so ein Schildchen hin oder sowas, ne? Wenn du hier so reinkommst, da hallo erstmal. Fällt mir nicht. Aber ich mache das generell so. Warte mal. Generell so einfach, glaube ich. Das sieht doch idyllisch aus, auf jeden Fall. Besser als vorher. Dadurch, dass wir hier so eine halbe Höhe haben. Aber noch einer ist zu viel. Nee. Noch einer ist zu viel hier. Ja, keine Ahnung. Auch nochmal so ein Blumenkränzel hin. Zack. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist ja ganz easy going. Ihr setzt jetzt einfach so ein paar Blumen hin. Und hier so ein hat sich das hier schon gegessen. Oder gucken wir uns jetzt mal von oben so grob angucken. Sieht doch ganz nett aus. Ich finde das mit den Umrandungen richtig cool. Aber, boah, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ja, Jungs und Mädels, die Zeit ist ja schon wieder vorbei. Ich will mal gucken. Ich will ein paar schöne Leuchtmittel natürlich auch noch haben. Und dazu habe ich überlegt, was haltet ihr da denn mal hiervon? Und ein bisschen Glas.
Bisschen Glas haben wir. Weil ich glaube, so ein schönes blaues Licht. Kann man jetzt auch nicht verwehren. Nee, ich brauche ich gerade gar nicht. Wo ist es denn hin? Da ist es. Das sieht schon cool aus. Ich glaube, da können wir richtig Spaß mit haben. Aber wenn ihr genau wissen wollt, was für Spaß, müsst ihr wohl oder übel in der nächsten Folge einschalten. Ne, lasst mir ein Däumchen da, ein Abo. Gleich kommt ja der Abo-Punkt da nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.